Guten Tag. Täglich begegnen wir Hunderten von Menschen. Doch nicht alle von ihnen sind gleich. Hierbei unterscheiden wir von unterschiedlichen Arten von Menschen. Heute nehmen wir den sogenannten Nerd unter die Lupe. Der Nerd ist ein introvertierter, meist schüchterner Mensch. Seine Freizeit besteht vor allem darin, die Star Wars Filme in chronologischer Reihenfolge durchzuschauen oder seine Lego Herr der Ringe Figuren abzustauben. Doch wie tickt so ein Nerd eigentlich richtig? Wir haben unser Kamerateam losgeschickt. Leonardo. Hallo, mein Name ist Leonard. Meine Hobbys sind Harry Potter Zauberstempel sammeln und polieren und Kostüme aus Game of Thrones für die diesjährige Comic-Con zu basteln. Außerdem gebe ich donnerstags immer Klingonisch-Unterricht. Meine Lieblingsmusik ist fast jeder Soundtrack aus Star Wars. Das Zimmer des Nerds sagt ziemlich viel über ihn aus. Leonard legt sehr viel Wert auf seinen Charakter und dass dieser bestmöglichst zum Ausdruck kommt. Doch auch die Natur liegt ihm sehr am Herzen. Meine Lieblingsspiele sind World of Warcraft und Sims. Sims ist quasi wie das echte Leben, nur mit einer schlechteren Grafik und einer besseren Handlung. Nicht nur in Sims hat Leonard eine heiße Flamme. Auch im echten Leben schwärmt er einem reizenden Fräulein hinterher. Hallo? Kimmerke-28407891. Bist du on? Ja, hallo Shabazz hat X-Prinzessin Lea unterstrich Sim. Treffen wir uns auf dem Server 294.740.193? Oh, so eine bist du. Tut mir leid, aber das ging mir noch ein bisschen zu schnell. Wollen wir erstmal Duo gegen den Harry Potter als Trash-Clan machen? Oh, da fühle ich mich ja ganz geschmeichelt. GamerGirl-28407891 ist wirklich ein sehr bezauberndes Mädchen. Ich habe sie im Herr der Ringe-Forum kennengelernt. Ihr Lieblingscharakter ist Aragorn. Genau wie meiner. Ich würde schon sagen, dass ich sportlich bin. Ich meine, ich gehe jeden Tag raus, also in der Virtual Reality, und jeden Morgen gehe ich eine Runde spazieren. Auf Uhu Island. Ich würde sagen, meine größte Schwäche ist, dass ich zu schnell Mitleid mit anderen Leuten bekomme. Ah, kein Wunder, dass du so schlecht bist, du kleiner Hundesohn. Das schreibt man aber mit Doppel-S. Das weißt du schon, oder? Solche Leute tun mir einfach nur leid. Ich meine, die haben ja quasi gar kein Leben. Echt traurig. Das ist ja mit Assist zu vom Kart.